für die Aufnahme. Was war das jetzt? Ich muss mal kurz, hier irgendwo Suicide Silence stand hier irgendwie, genau, da haben wir es. Also, ich Suizid Silenze. Mit was? Skin Tight. Danke. Hat jemand mal was von Norther rausgesucht? Gibt's da kein Video zu? Skin Tight. Love Me to Death, Two Steps, Skin Tight, Corpse Party. Aha, okay. Nee, leider kein Video zu. Schade. Okay, nicht schlimm. Dann müssen wir uns. Also, Bring Me the Horizon. Uah. Die wollen wir nicht. Alles klar. Dann machen wir. Skin Tight ist mit dem neuen Sänger schon, oder? Dann machen wir das. Dann werden wir das machen. Skin Tight von Suicide Silence von welchem Album? Become the Hunter? Ist das Album? Heißt das so? Wahrscheinlich, oder? Alles klar. Ja, legen wir los. Deathcore, meines Erachtens, richtig? Aus Amerika? Ist das auch richtig? Oder war da bloß der eine Sänger? Bin da so verwirrt. Okay, ich freue mich jetzt schon wieder wie ein Ast. Meine Damen und Herren, Deathcore. Viel Spaß. Ah, der neue Sänger, habe ich noch gar nichts von gehört. Das erinnert mich voll an SDBM. Heißt das so? Suizidaler depressiver Black Metal. Das erinnert mich, weil es auch so langsam losgeht, ey. Ey. Ja, genau, Mitch ist tot. Finde ich jetzt nicht so umwerfend, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Oh, diese Stimme ist anstrengend. Also diese Gesangslage ist anstrengend. Ich weiß, viele von euch mögen das, viele von euch feiern das total. Ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es halt einfach anstrengend. Also ich sag's ganz ehrlich, ich finde es unfassbar anstrengend. Obwohl ich den Sound jetzt, wo er anfängt, ein bisschen härter zu werden, wo er sich anfängt, ein bisschen aufzubauen, das finde ich ganz cool. Das geht schön rein. Das ist eines der milderen Stücke. Schön. Oh, Gottes Willen. Yay. Sehr gut. Wie gesagt, musikalisch. Und jetzt kommt schon wieder dieses langsame. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr fühlt euch ja nicht angegriffen, wenn ich den Song überhaupt nicht mag oder wenn ich damit nichts anfangen kann. Wir hören es durch. Keine Sorge. Ich habe gerade gesehen, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Ich finde es anstrengend. Ich find's wirklich unfassbar anstrengend.
Obwohl ich ja sag. Eddie, halt die Klappe. Entschuldigung. Ja, wisst ihr, willst du anfangen, was zu sagen, ob immer brüllt er dazwischen? Das geht gar nicht. Ich sag, meinst du es nicht? Aber ich sag immer Respekt an den Sänger oder die Sängerin, dass sie das schaffen, so krass das zu halten. Ja, also, weiß ich nicht, wenn die da ein Konzert von 1,5 bis 2 Stunden spielen, dass sie das schaffen, so in der Form durchzuhalten, ohne dass die Stimme so dermaßen wirklich ja gebumst wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich das andere Wort sagen darf. Also krass. Also da würde ich meinen größten Respekt vor. Ich könnte es nicht, ich finde es anstrengend. Videos haben Love Me to Death Part 1 und 2 und Two Steps. Erstes ist ab 18. Und Meltdown Intro von dem Video. Gibt auch ein Lied gleich nach dem Album, aber ich glaube, das ist zu weit weg von deinem Geschmack. Wahrscheinlich. Okay, wir hören weiter rein. Wir sind knapp bei der Hälfte. So, Eddie, darfst wieder singen. Klappt doch. Okay, ja. Das ist gut. Es ist dieses Kreischen, es ist dieses Kreischen. Ich komme damit nicht klar. Ich könnte es mir nicht reinhämmern. Also wir sind so eine Stunde, 1,5 Stunden. Entschuldigung, lange wach. Oh, wäre mir zu anstrengend. Du findest es geil? Motorwerke? Gleich geschafft. Ja, Suicide Silence mit Skin Tight, ein absoluter Brechersong. Also für die Leute, die es mögen. Für mich nicht. Ich find's anstrengend. Obwohl auch wenn der Song ein paar schöne Parts hatte, hat er sich doch recht überschaubar gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist leider so. Kann ich leider nicht ändern. Find's halt auch selber schade, dass es so ist, wie es ist. Aber ja gut. Da müssen wir halt irgendwie durch. Aber es war meine Erfahrung, die Reaktion von Alex Heffner zu Slaughter to Reveal Demolisher. Können wir uns gleich mal angucken. Ist das nicht dieser Hip-Hopper, der Metal Reactions macht? Ja, Suicide Silence, die war zu lustig. Okay, können wir uns gleich mal angucken. Ja, wie gesagt, Leute, meins war es nicht. Ist Geschmackssache, ich habe es kennengelernt. Wie gesagt, wir hatten ja auch von Suicide Silence. Ich muss mal kurz nachgucken, welchen Song. Ich hatte ja einen Song zu denen schon gemacht. Das war schon ein paar Tage her, genau. You Only Live Once. Den fand ich zum Beispiel auch okay. Das Video war sehr abgedreht. Aber obwohl ich sagen muss, der Mitch hat natürlich eine heftige Stimme. Da musste natürlich als Nachfolger ganz schön was leisten, damit du da dran bleibst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so krass sind. Weil dass der Eddie so krass das halten kann. Also Hut ab dafür. Wenn euch das Ganze gefällt, freue ich mich umso mehr. Haut es in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ja,
dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank an Bayerische Motorwerke für die Empfehlung und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.